Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute genau eine Woche und einen Tag später sowie zwei Wanderungen mehr zurück auf dem Panoramaweg St. Wendler Land. Warum wir jetzt so spät dran sind? Ganz einfach. Vor einer Woche gab es Unwetter im St. Wendler Land und dies wollten wir uns einfach nicht antun. Also, wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist von etwa 15 Kilometer, dann kommt mit. An dieser Stelle wollen wir uns noch bedanken bei unseren Gastgebern. Erstens bei der Ferienwohnung Nix wie Glück in Freisen. Bei denen war alles richtig top, sehr modern eingerichtet. So wollen wir das. Daumen hoch dafür. Und die Gastgeber von denen sind auch sehr, sehr nett und sympathisch. Wir durften sie kennenlernen. Dann die Ferienwohnung Seestern bei Neunkirchen nahe war auch alles top. Da hatten wir aber ein kleines Problem gehabt mit der Heizung. Da war es abends etwas kalt für uns gewesen. Es war auch wirklich sehr, sehr frisch. Wir hatten aber angerufen und gegen 8 Uhr bzw. 20 Uhr kam auch jemand. Fanden wir richtig top. Daumen hoch dafür. An der dritten Etappe waren wir bei den Gastgebern Parkschenke in Nonnweiler. Das Abendessen war richtig, richtig super. Daumen hoch dafür. Was uns nicht so gefallen hat, war das Frühstück. Als wir die Brötchen aufschneiden wollten, haben die Brötchen auf dem Teller gequetscht. Das war überhaupt nichts. Die Brötchen waren auch nicht lecker. Vielleicht geht da was. Auf der vierten Etappe waren wir dann bei den Gastgebern vom Hofgut Imsbach bei Tholey. Bei denen war auch alles top. Abendessen wie Frühstück. Daumen hoch dafür. Und auch einen Daumen hoch dafür, dass sie extra für uns Abendessen gemacht haben, weil da wir die einzigsten Gäste waren, sowie die einzigsten Gäste im Hotel. Die haben wirklich extra nur für uns aufgemacht und dafür ein großes, großes Dankeschön und Daumen hoch. Auf der fünften Etappe in Mabingen waren wir in der Ferienwohnung Röggelein. Bei denen war auch alles sehr sauber und alles top. Daumen hoch dafür. Bei denen müssen wir uns auch wieder bedanken, dass wir kurzfristig einen Platz bekommen haben. Denn ich habe es ja schon mal erwähnt, freitagsabend gegen 20 Uhr kam von einer anderen Gastgeberin aus Mabingen, dass ein Monteur 10 Tage länger arbeiten müsse und ob es uns was ausmache, mit ihm das Bad zu teilen. Naja, das wollten wir jetzt definitiv nicht und da kam ich an die Ferienwohnung Röggelein und da ging alles unproblematisch. Vielen, vielen Dank nochmals dafür. Auf jeden Fall sind alle fünf Gastgeber sehr zu empfehlen.
Falls ihr da eine Adresse braucht oder so, weil ihr den Panoramaweg St. Wendler Land mal laufen wollt, meldet euch einfach. Gar kein Problem. Ich gebe euch gerne dann die Adresse raus. Noch etwa einen Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Bahnhof in St. Wendel. Die Tour hat uns wieder landschaftlich sehr gut gefallen. Was nicht so toll war, war eben der Asphaltanteil. Der war wieder sehr hoch. Der Gesamtverlauf des Panoramaweges St. Wendler Land hat uns landschaftlich sehr gut gefallen. Außer der Asphaltanteil, das war das einzigste Manko. Wir können die Tour auf jeden Fall empfehlen für die Leute, die mit dem Asphalt keinen Problem haben. Hallo liebe Wanderfreunde, genau eine Woche und einen Tag später sowie zwei Wanderungen mehr sind wir zurück auf dem Panoramaweg St. Wendler Land auf der sechsten und letzten Etappe. Warum wir abgebrochen haben? Ganz einfach, denn am letzten Wandertag wurde es regnerisch und ungemütlich. Ich wollte Unwetter sind gemeldet worden. Wurden Unwetter gemeldet? Ja, genau. Hallo liebe Wanderfreunde, genau eine Woche und einen Tag später sowie zwei Wanderungen mehr sind wir zurück auf dem Panoramaweg St. Wendler Land. Warum so spät? Naja, ganz einfach. An dem Donnerstag, als wir die sechste Etappe loslaufen wollten, ursprünglich laufen wollten, gab es Unwetter. Hallo liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, genau eine Woche und einen Tag später, sowie zwei Wanderungen mehr, sind wir zurück auf dem Panoramaweg St. Wendler Land. Und zwar auf der sechsten und letzten Etappe. Warum so spät? Naja, ganz einfach. Ursprünglich wollten wir den Donnerstags gehen, aber da gab es Unwetter im St. Wendler Land. Und das Risiko wollten wir uns einfach nicht einlassen. Das war scheiße gerade. Auf das Risiko wollten wir, oder das Risiko wollten wir nicht eingehen. Eingehen, ja. Gibt auch die Tasche als verpappt. Ja, wir sind. Jetzt so. Da ist die Tasche. Jetzt ist das Ding sauber. Keine Marke produzieren.
Graf. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Genau eine Woche und einen Tag später, sowie zwei Wanderungen mehr, sind wir zurück auf dem Panoramaweg St. Wendler Land. Moment, da kommt einer. Scheiße. Ne, kommt keiner. Wie war das mit schnell? Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder. Ja, leck mich am Arsch. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute genau eine Woche später. Hallo liebe Wanderfreunde. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau eine Woche und einen Tag später und zwei Wanderungen mehr sind wir auf dem Panoramaweg St. Wendler Wand. Boah, leck, es geht ja gar nichts mehr, als wenn ich gesuff hätte. Döne so Hund. Da wird doch wohl irgendwo noch was herrschen, ja. Rumlaufen.